Ja, hallo, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, wurde ich ganz schön abrupt unterbrochen, dass man tatsächlich abends um 10:30 noch angerufen wird. Unglaublich. Ja, war mein lieber Papa war das. Mein lieber Papa. Der hat gefragt, hey, hast du geguckt? U21 Nationalmannschaft Finale? Habe ich nicht geguckt. Sind Europameister geworden. Ein herzlichen Glückwunsch an die Europameisterschaft, an die Europameister aus Deutschland, aus der U21. So, nichtsdestotrotz, wir haben ein Entscheidungstreffen. Der böse Junge, dieser Rabauke, ganz im Ernst. Da kommt ein böser, frecher Junge an und schmeißt euch einen Stein in den Kopf. Pass auf, ich habe mir überlegt, ich möchte nicht zielen auf seinen Kopf, finde ich irgendwie blöd. Und ja. Stein fallen lassen auch. Ich würde ihn einfach, schlag ihm den Stein aus der Hand. Mal gucken, was passiert. Gut. Bin ich dafür, ich weiß ja. Nicht, was du... Achso, muss ich hier so mit denen, okay. Okay, das ist aber dumm markiert, ne? Das sieht man ja kaum. Okay, so, jetzt. Wow, das kann sie also. Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Ich hätte den Stein im Kopf geschmissen. Halt still. Blöde Inka. Gleich. Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy. Ich hab's dir schon gesagt, das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Geil. Ja, komm. Mega, ey. Voll wie süß so, weil sie noch... Ich wünschte, unsere Kinder hätten mal solche Einstellungen. Oh, tschüss. Er wird aber auch immer grauer, ne? Ja. Na ja, geil. Weißt du, wenn ihr mich erinnert an die eine, diese Wildlingstussi von Game of Thrones, ja. Mit der Jon Schnee was ja. Hatte, weißt du? Ja. Komm gar nicht drauf, wie die hieß. Ja, richtig, ja. Ich habe mich auch gerade gewusst. Gleich wieder rausgebaut, ja auch ein paar Fans von Game of Thrones. Also die hatten wirklich. Ganz toll daran, auch die Haare. Nein, das, gut, die Haare, wie sie geflochten sind, ist ja mehr, viel mehr. Immer der richtig Spaß dabei, ne? Auch ja. Habe ich da genauso viel Spaß, wie ich das spiele. Nein, die Haare sind mehr so ein bisschen lackierter, oder?
So. Ja, aber trotzdem, diese rote Haarfarbe, ihr Gesichtsausdruck ja. gerade, wir wissen da ja. so. Ja, er hat auch mal grau, der alte Mann, ne? Ja. Süß, ne? Ich glaube, er war ihr guter Ersatzpapa. Hm. Mit viel Liebe, was er hätte nicht geben sollen. Rost? Er ist alt und stirbt. Nein, so alt ist er nicht. Rost! Rost! Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung, da geht er nämlich weg. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ah, das ist sehr schön. Ja, viel Spaß dabei, ne? Ja, so bummelig um 10 nach. Okay. So, Inka muss eine rauchen. Das ist es, ne? Diese Raucher. Verpetzt mich doch nicht. Ja, dafür habe ich kein Verständnis. Ich habe für Rauchen kein Verständnis, absolut nicht. Ja, vor einem Jahr hast du selbst geraucht. Nee, von Jahr habe ich fast aufgehört mit Rauchen. Fast von Jahr. So, erstmal schön looten. Ich muss mir mal auch mal durchlesen, was ich da eigentlich loote, ey. Ach, guck, ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Ach, hier kann ich speichern. Ja, sehr geil. Machen wir schnell speichern hierbei. Wir wollten doch heute jagen gehen. Okay. Warum ist er nicht hier? Mach ich alleine. Warum ist er gegangen? Entschuldigung, Schluck auf. Ich wollte gerade so schön Wasser umflanschen. Das lasse ich mal schön mal bleiben. Boah, stehe auch direkt vor der Felskante. Also ich finde das Spiel auch einfach mega. Ich kann mich an diese Grafik auch nicht satt sehen. Ich bin da wie so ein kleines Kind, wirklich. Ich freue mich total über solche Grafik. Da hinten steht er. Ey, alter Mann. Der hier oben. Der steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Aloy, du bist hier. Ach was. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Ja. Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Oh, ist traurig. Guck dir mal die Augen an. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier. Am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft ein Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Ja, meine lieben Leute. Also ich mache das grundsätzlich immer so. Entscheidungsspiele mache ich immer so, wie ich selber entscheiden würde tatsächlich. Also ich bin nicht extra böswillig oder gutmütig. Ich bin immer so, wie ich tatsächlich selber entscheiden würde. So, wie mache ich das? Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Okay, das ist nice, okay.
ist ja mega riesig hier, ey. Okay. Wahrscheinlich noch nicht mal alles. Kann ich auch einen Spot setzen? Ach, guck mal, hier kann ich speichern in diesen Dingern. Sollte ich vielleicht auch tatsächlich mal machen. Und kann ich dann hier... Ah, ein Wegepunkt, okay. Setzen wir einen Wegepunkt. Mann, was ist nur los mit mir? So. Und den Wegepunkt, ach, da oben sehe ich den, okay. Und hier kann ich direkt nur speichern. Respekt. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum bestimmt macht ihr das Sorgen, dass wir rausfinden, wer wir eigentlich sind. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Okay, hier haben wir das. Wir haben hier noch irgendwie Wegepunkte. Und ich denke nicht, dass ich mich hier was abstürzen lassen kann. Langsam. Was? Ich meine, dafür, dass auch sich die Natur und die Maschinen auch alles zurückgeholt haben hier. Das ist doch sehr, sehr mittelalterlich und bewohnbar aus eigentlich auch, ne? Ich meine, die können hier Wege, Punkte markieren und Fackeln aufstellen, ohne dass sie großartig um ihr Leben bangen müssen. Offensichtlich ist alles ziemlich sicher hier, wo die auch sind. Hier könnte man alt werden. Schießt der Penner gleich auf mich? Mutterherz. Noch zwei Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Mag sein. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt mir immer so ein Huhn jage? Da sind ja schon welche von diesen scheiß verkackten Lichtern. Ist das eigentlich, wenn ich den jetzt versuchen möchte zu jagen, diesen Wächter? Muss ich nochmal so eine Schwachstelle registrieren? Oh, scheiße. Alles ganz in der Nähe. Verdammte Kacke. Wieso gibt es ja eigentlich nichts, was man looten könnte? Alter, hier haben wir aber richtig. Ich glaube, hier werde ich erfolgreich werden. Weil hier kann ich mich überhaupt nirgendwo verstecken, um irgendwie so einen verkackten Wächter mir abzuholen. Das sind zwei. Und so ein hässliches Huhn. Ja, liebe Leute, ich denke auch immer gerne sehr verquert bei sowas. Deswegen wird es auch ein ewig langes Let's Play werden. Ich lasse mir Zeit bei sowas. Ich entscheide und denke und versuche strategisch auch mir meine Entscheidung irgendwie zu fällen, wie ich am besten an mein Ziel komme. Im Moment ist dieses Ziel, diesen Jäger hier auszuschalten, diesen Wächter. So. Okay, da haben wir vorne was.
Und ich habe gesehen, das sind zwei Wächter. Okay, go, 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 go. Okay, jetzt haben wir. Ich bin nicht da. Okay. Der andere macht schon hier seine Sichtung hier. Alter, haben die mich schon irgendwie. Ich bin am Arsch. Ja, ich weiß, ich hab den doch schon gescannt. Ihr habt euch nur gegenseitig gesehen, mein Lieben. Ich bin nicht anwesend. Ich bin nur ein Trugschein eurer Fantasie. Warte mal. Warte mal, ich will ihn mal ganz kurz abholen. Au! Was ist das? Was war das? Was ist denn das? Au! 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 Rollen? Der rollt sich auch weg. Wie mache ich denn Rollen? Erzähl mir mal. Wow, fuck off! So wie er das so macht, also. Na, Mäuschen, hast du Angst? Gleich ist er down. Gleich hab ich ihn. Du gehörst gleich mir. Spazilein, komm her zu Papi. Oder zu Mutti. So. Das waren aber zwei. Wo ist der zweite hin? Huch, der andere ist auch schon down, oder was? Was? Ja, ich überlege gerade, was. Ich versuche gerade zu registrieren, was überhaupt passiert ist gerade. Mega. So. Wir sind beide Wächter down, das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Aber ich habe was zum Looten gefunden. Das noch mehr. Und da werde ich auch gleich mal was craften. Mal gucken, wie craftet man nochmal mit L1, ne? Kann man sich ja hast du auch irgendwie Medizin dadurch, durch die Porte da? Ja, der muss ich mit hochdrücken gleich. Achso, ich bin gefrackt, ne? Den Pfeil habe ich weggestellt. Ah, okay, guck mal an. Ja, sehr geil. So, das war jetzt minder, also semi-erfolgreich. Ja, macht ja nichts. Also so kann ich. Wie rollt man eigentlich weg, sag mal? Wie geht das? Okay, ich hab's gelernt gerade. Das haben wir ganz am Anfang noch. Ja. Gesehen, ne? Das ist schon wieder so ein verkappter Wächter. Kann ich von hier aus gleich wegkroschen? Oh. Das wird ein guter Schuss. Man nennt mich Legolas! Oder Robin Hood oder wie auch immer. Ey, das war geil, Alter. Das war sehr, sehr hart. Ich hoffe nicht, dass die irgendwann mal weggehen. Ich will die auch alle haben. Aber du musst mir helfen. Nein, muss ich jetzt nicht. Du musst mir helfen, also du das Craften zusammen? Ja, mag sein. Ich will aber ganz kurz mal meine Beute einstreichen hier gerade. Ich wollte mal hier so einen Huhn eigentlich jagen. Die jetzt auch was da, die anderen, oder laufen die weg dann? Die, da hat er doch gesagt, die werden uns alle töten, wenn sie die Möglichkeit haben. Deswegen sollen wir ein bisschen aufpassen. So, ich will mal ganz kurz gucken, wer hat denn hier gerade gesagt, wer braucht meine Hilfe? Schnell speichern. Bitte. Niemand sonst hilft mir. Wo bist denn du, Junge? Da vorne, 22 Meter in die Richtung. Ich bin verletzt. Du musst mir helfen. Ich wollte nicht, ich hab's auch nicht gesehen, Mann. Ach, da. Hey, was ist los, Meister? Bitte. Wir dürfen nicht miteinander sprechen. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Harvard? Fehlt dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen. Ja, es sieht doch aus wie Harvard, oder nicht? Nur mit kürzerem Bart und kürzere Haare. Willst du mir suchen? Und die Kapuze fehlt. Na, ja gut, die hat er nur ab und an mal.
So, an Mutters Wiege. Warum ich? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Ist das die Stimme von Barney Stinson? Von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Ich helfe Arana, wenn ich kann. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Ich flehe dich! Diesen Insider hat, glaube ich, keiner verstanden. Die Bad Wars kennt doch jeder Mann, ist doch ein super geiler Film. So, was ist das? Nebenquest. Ein verwunderter Jäger bittet Aloy. Wie heißt du nochmal? Aloy? Aloy. Oh Gott, mein Gott. Seine Tochter zu finden. Sie wollte eine gefährliche Maschine verfolgen, um ein geliebtes Familienerbstück wieder zu beschaffen. Ja. Und Quest aktivieren. Weil diese Quest. Ich will. Liebe Leute, ich will alles versuchen. Ja, ich finde das auch gut. Also ich weiß, dass ganze Hauptquesten auch Zeit haben. Ich muss jetzt nicht unbedingt diese Jagd machen. Ich weiß, dass Hauptquesten auch... Er hat zwar also überhaupt gar nichts damit zu tun, aber trotzdem bei Dead Island haben wir auch echt immer wieder Quests mitgenommen. Ja, mit ne? Nachher wurde es lästig, weil Dead Island ist echt monoton. Ne? Das ist also wirklich... Ja, wurde auch sehr anstrengend, aber trotzdem haben wir versucht, so gut wie alles mitzunehmen. Ja, das Mutterherz steht da jetzt drauf. Ups, warte mal, ich darf nicht die Gegend aus dieser Acht lassen jetzt gerade. Dead Island 2 können wir uns auch noch mal holen. Ja, definitiv. Aber das möchte ich gerne im Spätherbst machen. Ja. Okay. Okay, warte mal, da kann ich looten. Mutterherz ist also hier jetzt, oder? Ne, geht nach da. Mutterherz geht's nach da. Hier geht's nach Mutterherz. Irgendwas stimmt mit Inka nicht. Ich glaube, ich hatte einen schweren Schluck auf oder so. So, ich möchte gerne noch mal ausprobieren, was ist, einfach mal so, dass es mir mal wert, einen Pfeil abzuschießen, wenn ich mal so ein Wildtier finde. Wie da vorne. Aber ich habe keinen Bock zu jagen. Das Problem dabei ist, ich lasse mich immer dazu hinreißen und verliere dann völlig mein Ziel. Ich kenne das ja, bei The Forest. Jagst du so einen scheiß Hasen hinterher bei The Forest und bist auf einmal im Kannibalenlager. Und das sah fast genauso aus. So. Hier geht's zu Muttis Herz. Ja. Es wäre ja mal sinnvoll gewesen, wenn man irgendwie jetzt mal so einen Anhaltpunkt auf diese Quest hat. Hier ist uns findet Arana. Ach so, in diese Richtung müssen wir also. Ah ja, mein Gott. Man muss sich auch erstmal. Ja, ja, ich kenne das Spiel ja auch nicht. Und dann haben wir auch andere viele Spiele gespielt und dann ist man von einem Spiel auf das andere und dann muss man da erstmal sich zurechtfinden mit, ne? Was ist da unten? Ja, wir müssen da ist Arana hin. Da vorne bei 150. Ja, ja, du siehst es auch oben auf diesen. Was? Was ist das? Ein scheiß Wächt. Eine? Ja. Okay, ich werde die nebenbei mitmachen. Abgeschossen? Ja, ich muss da durch. Okay. Wir haben Feuerwerk wieder. Hier ist auch wieder ein totes Tier. Oh, er hat mich gesehen, verdammt.
gerade der Wächter kommt. Wow. Ja, ich glaube, wenn die Technik aufschlägt, die Rechte die aufschlägt, dann ist glaube ich, der Kurs total, ne? Das ist die Wechsel. Deine Mutter ist eine Cola-Automat. Also echt cool gemacht. Das ist mega. Oh. Aber vorher, ich habe jetzt gerade auch drei ausgeschaltet gerade, ne? Ja. Ich tut mir leid, liebe Leute, ich feiere das gerade. Du hast die anderen beiden auch, glaube ich, direkt in die Augen getroffen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, werde ich deren absoluter Schwachpunkt. Ja. Das ist cool. Dieses Spiel ist mega. Wirklich. Wo ist denn der da ist der einer. Ne, den habe ich nicht. Das war ein anderer nicht gehabt, leider. Man darf bloß nicht vergessen, dass ich mal irgendwann mal... Oh, guck mal, die sind ja auf Warnung. Guck mal, die sind ja auf Warnung hier. Scheiße, einer kommt. Einen habe ich. Ich wollte ja auch kommen, Gerhard, aber mein Problem ist ja immer, ich bin ja immer so ängstlich und dann mache ich ja irgendwelche. Nee, alles gut, da bist du eben als Co-Piloten. Man nimmt es eben halt bei dir auf den Channel auf, ist auch in Ordnung. Ja. Außerdem machen wir auch nochmal. Um uns auch noch mal arg. Guck mal, das ist unser Jagdgebiet, wo wir die Feuersteine auch sammeln müssen. So, hier mache ich jetzt auch gar nicht irgendwie was ich jetzt auf geheimnisvoll. Es sind ja auch nur Jagd- und Wildtiere. Aber ich will diese Arana finden. Bevor ich mir meine Quest mache. Wo ist mein Opferjäger, den ich hier gerade mir abgeholt habe? Da ist einer. Hupsi. Warte mal. Da ist einer, das ist der zweite. Und du bist einfach mein Mundcheck. Das ist auch was Gutes. Mega. Also das Spiel feiere ich. Also ich finde das Spiel mega gut. Ach guck mal, hier muss ich jetzt hier rüber dingsen. Okay, sehr geil. Das erinnert mich schon wieder an The Forest. Aber kann ich alles immer. The Forest kenne ich ja nicht. Also The Forest ist ein mega Spiel. Ich glaube, aber das ist leider nur für den PC. Und ich glaube, das würde ich aber auch gerne mal, wenn wir uns mal einen neuen PC holen. Ja, das würde ich. Ja, nein, aber auch wir müssen dafür zwei perfekte PCs haben. Ich habe das gehabt bei The Forest, dass ich das mit einigermaßen mittlerer Grafik spielen konnte und durch die ganzen Updates, die nachher kamen, denn das absolut. Boah, Alter, guck mal, die sind ja alle wach. Außer. Die sind alle, guck mal, die sind da. Ja. Vier Stück da ja, und hier vier. Der vorne ist auch noch. Fünf, sechs. Den kannst du schon mal abknallen, ja, warte mal, aber die sind alle wach. Die sind alle beisammen. Okay. Ich will mich jetzt auch nicht so unbedingt austoben, weil ich habe auch nur begrenzt Pfeile, ne? Was der dich angefragt hat, ne? Ja. Kann ich von hier aus nicht schießen? Das wäre mega cool gewesen. Ja, du musst gleich pausieren. Ja, mach ich gleich. Ich will mir den einmal ganz kurz abholen hier, den hier. Und dann pausiere ich das ganz gerne auch. Echt, ist es schon soweit? Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, die Zeit rennt. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, natürlich. Der kommt. Oh. Ich brauche so einen Nein, keine Munition mehr. Verdammte Kacke. Lauf, lauf. Verdammt, wie kann das angehen? Noch ja, ich habe aber nichts. Hast du die Lebensanzeige gesehen? Doch, jetzt habe ich was gebaut. Ja, ja, natürlich haben die Lebensanzeige, das habe ich schon gesehen. Oh, super gut. Dieses Spiel feiert. Das finde ich ganz gut. Ich mag das haben. So. Ja, ich habe immer so ein bisschen Schiss, mir ist es immer zu komplex und alles bauen und schießen und machen. Ja, aber das ist und eben. Dann habe ich immer Schiss, dass ich irgendwelche Fehler mache und dann meckert der Tomji wieder rum, ne? Genau, dann meckert er wieder rum und... Ja, deswegen mussten wir es auch machen wie Yoshi's Island. Ich glaube zwischendurch mal, wenn gerade nichts zu bekämpfen ist. Wenn er was bekämpft ist, gebe ich immer schnell weiter. Ach, wo das so ein Huhn gejagt? Wollte ich unbedingt. Ein V oder was ist das? Ja, irgendwie so frisst es gerade so weg. So. Ja, wollte ich einfach mal so nebenbei mal machen. Wichtig ist tatsächlich, dass man immer die Augen aufhält, was man looten kann hier bei den Spielen. Guck mal hier, das haben wir wahrscheinlich schon voll, Medizinbeutel, und wir sind auch tatsächlich angesprecht.
sage dir, was da draußen ist. Eine unüberschaubare Wildnis. Ungezähmt. Eine raue Landschaft. Majestätisch. Aber tödlich. Sie gehört ihnen. Den Maschinen. Den stählernen Bestien, die dieses Land beherrschen. Und die Geheimnisse hüten, begraben unter den zerfallenden Ruinen. Wenn du in dieser Wildnis jagst, egal wie geschickt du bist, egal wie clever, wirst du zur Gejagten. Bist du dieser Aufgabe gewachsen, kannst du diese Prüfung bestehen. Denn wenn du überleben willst, musst du töten. Nur dann kannst du Licht in die dunklen Geheimnisse der Erde bringen.